Musik von meinem Gast. Ein Riesenhit. Oktober 84, die meistgespielte deutsche Single 1985. Purple Schulz, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Guten Tag, ja. 32 Jahre später hast du immer noch Sehnsucht, habe ich gelesen zumindest. Ja, Sehnsucht ist ein Gefühl, das bleibt. Und so heißt auch mein Buch, Sehnsucht bleibt. Mein allererstes Buch, das jetzt am 23. November erscheint. Die Memoiren? Nein, es ist das Buch hat eine ganz merkwürdige Geschichte, weil es ist folgendermaßen entstanden, weil es ist jetzt, es war wirklich nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, jetzt muss ich unbedingt auch noch ein Buch schreiben. Es ist folgendermaßen entstanden. Ich habe einen wunderbaren Kumpel und Nachbarn, der gleichzeitig auch Verleger ist. Und er hat mich in 2014 gebeten, Sehnsucht nochmal neu aufzunehmen für eine Romanveröffentlichung in seinem Verlag. Und da habe ich zuerst abgewunken und habe gesagt, also ich bin nicht der Typ, der gerne so auf den alten Hits rumreitet und da 598 Versionen von auf den Markt wirft, weil es nichts anderes gibt. Ja. Und habe erstmal gesagt, nee, also da eigentlich habe ich da gar kein Interesse dran. Aber dann hat er mir erzählt, es geht in dem Roman um das Leben im Sperrgebiet der DDR. Mhm. Und das war etwas, von dem ich bis dahin gar keine Ahnung hatte, dass es sowas gibt. Das Sperrgebiet muss man sich vorstellen als einen bestimmten Raum an der deutsch-deutschen Grenze, wo es natürlich auf der einen Seite zum Westen hin die Mauer gab, mit den Selbstschussanlagen und was weiß ich allem. Und zur Seite, zum Osten hin war es so, dass es da sogar einen richtigen Schlagbaum gab. Das heißt, die Menschen, die in diesem kleinen Sperrgebiet lebten, mussten morgens durch den Schlagbaum in die DDR praktisch rein, zur Arbeit, zur Schule, was auch immer. Und sie mussten dann um eine bestimmte Zeit, in der Regel war es so gegen 19 Uhr, mussten sie dann irgendwie wieder im Sperrgebiet sein. Das heißt, die hatten überhaupt keine Möglichkeit zu sozialen Kontakten außerhalb dieser winzigen Enklave, in der manchmal nur ein paar hundert Menschen leben. Und hatten Sehnsucht. Und ich habe mich gefragt, ja, welche Sehnsucht hatten die? Ich habe mich dann überhaupt erstmal eingehender mit dem Thema Sehnsucht befasst, weil als ich den Song damals geschrieben habe, war ich ein junger Mann. Ich habe da sehr intuitiv, sehr assoziativ geschrieben und habe auch erst gemerkt, als ich den Song aufgenommen hatte, was ich da eigentlich gemacht hatte. Aber ich hatte mir vorher nie Gedanken gemacht über das Gefühl der Sehnsucht. Und in dem Kontext, also mit dieser Neuveröffentlichung von dem Song und dem Roman von Kriemhild Maria Mader, der heißt übrigens am Rand, vom Leben am Rand der roten Scheibe. Ja, da bin ich halt wieder dazu gekommen, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann wurde am Ende dieses Buch draus. Tief, humorvoll und poetisch soll es sein. Sehnsucht bleibt das erste, das neue Buch von Purple Schulz. Hast du Lust, ein paar Takte zu lesen daraus? Okay, dann lese ich jetzt mal ausnahmsweise, weil es wie gesagt erst am 23.11. erscheint und im Rahmen meiner großen Konzertlesung vorgestellt wird in der Volksbühne Köln, das ist das ehemalige Milowitsch-Theater, am 23.11. Da ist eigentlich die Premiere, auch mit Musik, aber ich lese jetzt ausnahmsweise etwas daraus vor. Eine Ehre. Und zwar die ersten Seiten nach dem Prolog. Die Überschrift ist Der kleine Mann. Als die Linie 4 der KVB nach 3 Minuten immer noch an der Haltestelle Piusstraße stand und ich neugierig durch den Gang nach vorne schaute, um einen Grund dafür zu finden, bemerkte ich die beiden Polizisten. Der ältere von ihnen war um einiges kräftiger als sein hinter ihm gehender Kollege. Und er hatte eine Pistole in der Hand, fixierte eingehend die vor uns sitzenden Fahrgäste und kam schweren, aber zügigen Schrittes in unsere Richtung. Mein Schulfreund Manni und ich saßen im hinteren Teil des Wagens. »Suchen die uns?« fragte Manni belustigt. »Logo«, flachste ich zurück. Es dauerte keine 2 Sekunden und ich wusste, es ist ein Irrtum zu glauben, man spüre die Kälte des Stahls, wenn man den Lauf einer Walter PK an die Schläfe gedrückt bekommt. Man spürt vielmehr die Wärme des eigenen Urins, wenn er sich in der Unterhose breit macht. Mitkommen! Auch auf die Gefahr hin, dass man den dunklen Fleck auf meiner Hose bemerkte, stand ich sofort auf. Ich hatte Angst, dass ich noch in der Bahn einen Schuss lösen könne, denn das wäre nicht der erste gewesen in diesem deutschen Herbst 1977. Die Fahndung nach Hans-Martin Schleyer und seinen Entführern aus der RAF lief unter Hochdruck. Irgendwo in Afrika stand eine Maschine der Lufthansa auf einem Flugplatz mit über 200 Passagieren an Bord, die um ihr Leben bangten. Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Bankier Jürgen Ponto waren nur ein paar Monate zuvor ermordet worden. Es herrschte ein Klima der Beklemmung und des Misstrauens, von dem sich keiner heute, der es nicht erlebt hat, eine Vorstellung machen kann. »Manni, komm mit«, rief ich meinem wie paralysiert in der Bank sitzenden Freund zu. An ihm schien die Polizei übrigens kein Interesse zu haben.
Wir wurden zu einem auf der anderen Straßenseite stehenden Polizeiauto geführt und ich musste mit gespreizten Beinen und Händen auf dem Autodach nach Waffen durchsuchen lassen. Worum geht's denn hier überhaupt, wollte ich wissen. Maul halten! Ich wurde aufgefordert, auf der Rückbank Platz zu nehmen. Dann hörte ich im Polizeifunk meine Täterbeschreibung. 1,80 Meter, braune Hose, helle Jacke. Ich sah mir herunter. Ich trug eine blaue Jeans und meine geliebte braune Wildlederjacke. Und die 10 cm größer wäre ich auch gern gewesen. Hören Sie mal, was soll das? Das stimmt doch gar nichts, sagte ich nun etwas forscher zu dem Beamten. Wir machen jetzt eine Gegenüberstellung, raunzte der Ältere. Ja, was soll ich denn getan haben, wollte ich wissen. Versuchte Notzucht. Manni sah mich an und musste grinsen, während mir eher nach Heulen oder Schreien zumute war. Der Jüngere startete den Wagen und wir fuhren zurück in Richtung Köln-Ehrenfeld. Hinter dem Ehrenfeld Gürtel bogen wir nach links ab auf das Gelände des Helios-Hauses. Es war mittlerweile 6 Uhr an diesem Oktobernachmittag und stockfinster. Nur eine nackte Glühbirne beleuchtete den versteckt liegenden Hintereingang des ehemaligen Kinos. Mir wurde mulmig und mir schoss der Gedanke durch den Kopf, dass wir vielleicht jetzt gleich mal einfach sowas auf die Fresse kriegen, weil Typen wie wir wunderbar in ihr Feindbild passten. Aber das beruhte ja schließlich auf Gegenseitigkeit. Wir stiegen aus und wurden in den ersten Stock zur Gegenüberstellung geführt. Doch traf ich auf mein angebliches Opfer, eine riesengroße, üppige Frau, Mitte 50 und mit Oberlippenbart, der ich nachts nicht alleine im Hof begegnen möchte. Die stand dort keuchend, aber rauchend ans Treppengeländer gelehnt und sagte in breitestem Kölsch, »Nee, der war dat nit.« Sie klingt wie ein Krimi. Die Lesung von Purple Schulz aus seinem neuen Buch Sehnsucht bleibt, wenn Sie mehr hören wollen. Natürlich, die Deutschlandpremiere der Lesung mit Konzert ist am 23. Montag, den 23. in der Volksbühne, dem ehemaligen Milowitsch Theater am Kölner Rudolfplatz. Das ist Musik von Purple Schulz. Musik von Purple Schulz, meinem Gast beim Musiknachmittag im Domradio heute. Ich muss noch ziemlich jung gewesen sein, da spielte eine Band namens D'accord in der Aula meiner Schule, dem Montessori-Gymnasium in Köln-Bickendorf. Den Sänger kennen Sie, Purple Schulz, mein Gast. Und D'accord waren cool, also rund 10 Jahre älter waren die Jungs damals und hatten es so richtig drauf. Dieter Hoff am Schlagzeug zum Beispiel, ich habe auch damals versucht zu trommeln. Würdest du das im Rückblick auch so sehen? Also ich glaube, erstmal Jungs, die 10 Jahre älter sind, sind immer ein bisschen cooler. Das zum einen. Und ich kann mich an dieses Konzert sogar noch ganz, ganz, ganz lebhaft erinnern, weil das war das Konzert, bei dem ich zum allerersten Mal kein Lampenfieber hatte. Ich glaube, bei diesem Konzert habe ich mein Lampenfieber überwunden. Das hatte ich natürlich vorher als junger Mann. Ich habe 1973 mein erstes Konzert gegeben. Da hatte ich schon noch ein bisschen Lampenfieber. Aber an dem Tag, das weiß ich, das kann ich wirklich genau datieren, da war es dann zu Ende mit dem Lampenfieber. Gibt es eigentlich Schallplatten von D'accord? Nein, es gibt aber eine Aufnahme, es gibt zwei Aufnahmen, die damals zustande kamen, weil der WDR hatte damals eine Reihe, die hieß Rockstudio und da wurden junge Bands aus NRW vorgestellt und gefördert. Ich erinnere mich. Und wenn man da reinkam, ja, das war eine Sendung von Wolfgang Neumann Junior, der halt später ZDF-Unterhaltungschef wurde. Der hat damals, war der Musikchef beim WDR und der hat es dann jungen Bands ermöglicht, wie uns zum Beispiel damals, erstmals in so ein Studio reinzukommen. Und nun war so ein Studio im WDR, das war schon was Besonderes. Also da war das Lampenfieber wieder da. Ja, da war es auch wieder ein bisschen da. Das war aber auch schon für uns beeindruckend, weil diese Studios, die sahen natürlich anders aus als heute, wo alles digital gemacht wird und wo viele ja schon zu Hause im Wohnzimmer ihre Platten produzieren können. Damals waren das noch richtige große, riesengroße Räume und die Tontechniker hatten weiße Kittel an und die Regler, die sahen aus wie in einem Atomkraftwerk. Das waren dann so richtig riesige Fader, die man irgendwo mit einer ganzen Hand irgendwie steuern musste. Und so richtig abging's für dich dann mit der neuen Heimat. So hieß die Band 81, 82 mit besagtem Dieter Hauff am Schlagzeug, Josef Pieck, Freddy Böhmer und Hagü Schmitz am Bass, produziert von Wolf Mahn. Hagi Schmitz ist Toningenieur und er bringt auch sein eigenes Magazin raus, Xound. Das ist so ein Fachmagazin für Tontechnik in Studios. Und wir haben uns kürzlich noch getroffen, weil er hat den Live-Ton gemacht, also der ins Internet ausgestrahlt wurde, für ein Wohnzimmerkonzert, das ich gegeben habe. Das war sehr, sehr schön im Oktober. Das gibt es, kann man sich noch angucken auf der Seite MUXX.tv, M-U-X-X.tv. Ein ganz, ganz, ganz privates Konzert mit Songs, die ich normalerweise nie auf einer Bühne spiele.
Und dann auch noch zusammen mit einer Band, mit der ich vorher noch nie gespielt hatte. Es war echt, echt toll und beeindruckend, weil wir haben uns echt beim Soundcheck zum ersten Mal gesehen und sind dann abends halt vor den 150 Leuten in dem Wohnzimmer und den Tausenden von Zuschauern im Internet aufgetreten. Und sowas hat Hagi Schmitz übrigens auch produziert. Ja. Domradio, Ihr guter Draht nach oben. Jawohl, die Jingles von Ihrem Domradio. Das hat auch Hagi Schmitz in seinem Studio produziert. Ja, ich sag mal, Köln ist ein Dorf. Das erste Album, Die Härte, ist erstmal gefloppt, bis die zweite Scheibe Hautnah kam. Mhm. Und da war dann die dritte Single, Sehnsucht, 84, und es ging ab. Hast du selbst damit gerechnet damals, dass dieser Song so ein Potenzial hat? Nein, ich habe ja, dieser Song hat ja auch eine besondere Geschichte. Bei dem Album war es ja damals so, dass ich tatsächlich, nachdem ich den Song gesungen habe, also während ich ihn gesungen habe, sind mir ja die Tränen hochgeschossen. Und ich habe da erst gemerkt, was ich da für einen Song geschrieben habe, was der in mir selber aufgewühlt hat. Da kam nämlich meine ganz private Sehnsucht wie so eine Tsunami-Welle über mich hinweg. Und da wurden längst verschüttete Bilder irgendwo wieder wachgerufen. Als ich da im Studio stand und diese Tränen vergossen habe, da habe ich das Bild gehabt, als ich damals im Alter von 3 oder 4 Jahren von meiner Mama mal vergessen worden bin. Ich war im Kindergarten und wurde nicht abgeholt. Dann habe ich mich auf den Weg nach Hause gemacht. Und als ich zu Hause ankam, was ja schon mal ein Wagnis war für einen 4-5-jährigen kleinen Mann, ja, klar, da über die auch viel befahrenen Ringe damals drüber zu kommen. Ja, als ich zu Hause ankam, da habe ich dann meine Mutter gesehen, die gerade auf dem Weg war mit meinem Bruder ins Schwimmbad. Die hatte einfach vergessen, dass ich im Kindergarten war. Und das war das einzige Mal, dass meine Mama mich vergessen hat. Und das war für sie mit Sicherheit genauso ein furchtbarer Augenblick wie für mich. Aber das hat sich halt dann doch ziemlich eingebrannt bei mir. Und ich habe aber dann auch im Laufe der Jahre das wirklich ausgeblendet. Und das kam, dieses Gefühl kam in dem Moment wieder hoch, als ich dieses Gefühl der Verlassenheit, als ich den Song Sehnsucht gesungen habe zum ersten Mal im Studio. Das ist für mich auch so eine Essenz, nachdem ich zum ersten Mal ins Buch geschaut habe. Hinter vielem, was dich weinen oder weinen lässt oder dich wütend macht, steckt eine Sehnsucht, zum Beispiel nach Frieden. Ja, also das ist ein ganz zentrales Thema bei mir und vor allen Dingen, ich habe eine große Sehnsucht nach Harmonie und nach Solidarität. Und das ist gerade jetzt in diesen Tagen, also in diesen Monaten und auch in den nächsten Jahren, in diesen schrecklichen Zeiten, etwas, was wir in dieser Gesellschaft unbedingt brauchen. Wir brauchen den Dialog und wir brauchen Empathie und wir steuern im Moment auf etwas zu, was mir überhaupt nicht gefällt. Dein Buch beginnt mit einem Zitat von Nazim Hikmet: Leben wie ein Baum, einzeln und frei, doch brüderlich wie ein Wald, das ist unsere Sehnsucht. Purple Schulz ist mein Gast, wir sprechen mehr gleich. Purple Schulz ist mein Gast, seit 40 Jahren auf der Bühne. Glaubst du, dass du als Rüdiger Schulz auch so viel Erfolg gehabt hättest? No, das, keine Ahnung. ich habe diesen Spitznamen damals an Anfang der 70er, also 1970 etwa bekommen und ich kann ganz gut damit leben. Es gab damals nur ein einziges Orgelgeschäft und der damals 13-jährige Rüdiger hat sich verliebt. Ja, und zwar in eine Hammond-Orgel, ne? In eine große Hammond B3, ja. Das waren ganz tolle Orgeln. Und hast die Purple gespielt und deswegen der Purple. Ja, ich bin immer in dieses Orgelgeschäft gegangen und habe mich da dran gesetzt und habe Child in Time gespielt von Deep Purple. Und das, damit kann man natürlich die Verkäufer schon nerven. Auf jeden Fall fällt man ihnen auf und die haben mir dann damals diesen Spitznamen gegeben. Und für mich war die Hammond immer ein Riesentraum. Ich wusste aber auch auf der anderen Seite, dass ich sie nicht bezahlen kann. Und heute könnte ich sie mir leisten, aber da ist sie mir leider zu schwer. Ich brauche ja 4 Leute, um die zu transportieren. Und außerdem müsste ich dann einen noch größeren Bandbus rammen. Seitdem heißt Rüdiger Purple Schulz und steht seit 40 Jahren auf der Bühne. Wenn Sie aus Bad Elster zuhören, können Sie ihn heute Abend live erleben im König Albert Theater. Und das wird er sicher auch spielen. Purple Schulz, Fragezeichen. Ein Song über das Leben mit Alzheimer. Das hat richtig Wellen geschlagen, ne? Dieser Song. Ja, das Schöne ist, dass er mittlerweile überall gezeigt wird, seit wir das Video auch dazu gedreht haben.
Bei Kongressen zum Thema Alzheimer und vor allen Dingen wird er auch jungen Leuten gezeigt, die im Pflegeberufen anfangen wollen zu arbeiten. Weil er dieses Video auch sehr gut vermittelt, was eigentlich vor sich geht bei jemandem, der gerade an sich bemerkt, dass da was nicht mehr stimmt. Also der sieht, dass er beginnt, dement zu werden. Nach Josef Pieck aus Alten D'Accord und Neue Heimatzeiten kam Schrader zu dir als ständiger Begleiter bei vielen Konzerten. Er spielt jetzt bei den Räubern. Ja. Dann Dino Soldo. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben, gute Musiker zu finden. In dem Fall vielleicht sogar zu gute. Ja, ich brauche halt für meine Musik brauche ich halt auch gute Musiker. Ja, mit Dino Soldo. Selbstverständlich. Das hat dann leider nicht geklappt bei der Herbsttour. Ursprünglich sollte er sie spielen und er wollte sie auch spielen. Aber er war mit Lionel Richie unterwegs und da gab es Ende Juli dieses große Festival in Glastonbury, bei dem das Publikum Lionel Richie zum Top-Act gewählt hat. Und das hat dann halt bedeutet, dass das Management von Lionel Richie zugeschüttet wurde mit Buchungsanfragen. Und dann stand Dino halt in dem Konflikt, spiele ich jetzt mit Purple die Herbsttour, so wie ich es ihm versprochen habe und wie ich es auch wollte, oder bleibe ich jetzt bei Lionel Richie, mit dem ich schon seit 17 Jahren zusammenspiele. Und aus diesem Konflikt konnte ich ihn nur entlassen. Ich konnte halt nur sagen, mach deine Tour mit Lionel Richie, weil das wäre auch ein blödes Routing gewesen, von den Bahamas irgendwie rüber nach Hasloch zu fahren, weil ich da ein Konzert habe, zu fliegen. Also ja. Das wäre nicht gegangen. Es hätten einige Gigs ausfallen müssen und bei denen, die stattgefunden hätten, hätte er wahrscheinlich mit dem Jetlag in der Ecke gelegen. Und dann habe ich aber innerhalb von 24 Stunden die Top-Lösung gefunden für mein Problem, weil ich hatte ja noch 70 Konzerte ausstehen, als Schrader mich dann verlassen hat. Und Markus Winströ. Seitdem spiele ich zusammen mit Markus Winströ, der auch schon die Tour in 2016 spielen sollte und wollte. Und das hat sich als wieder so rausgestellt, wie ich immer sage, nichts ist es so schlecht, als dass er nicht für irgendein Idiot ist. Und der Markus hat alle seine Konzerte im Herbst dann irgendwie abgesagt und hat gesagt, ich mache mit dir die Herbsttour und das ist total, total schön. Also er ist ein Musiker, der mich jeden Abend auf der Bühne selber überrascht und überwältigt, weil er es ist einfach phänomenal, wie der spielt. Also Violine und Gitarre und das ist... Und Banjo. Wir sind jetzt nochmal auf einem ganz anderen Level, ja. Heute Abend Bad Elster, 14.11. Bremerhaven, 20.11. Zossen, 22.11. Lübeck und dann Deutschland-Premiere für ein Konzert mit Lesung aus dem neuen Buch Sehnsucht bleibt im ehemaligen Millowitsch-Theater am Kölner Rudolfplatz. Volksbühne heißt es inzwischen, ne? Ja, Volksbühne, ja. Volksbühne am Rudolfplatz. Und es gibt noch ein Konzert am 28. November in Leverkusen. Genau. Habe ich hier auch schon stehen. Jetzt haben wir so viel über das neue Buch Sehnsucht bleibt gesprochen. Worauf läuft es denn hinaus? Das wusste ich, als ich mit dem Buch begann, selber nicht, worauf es hinauslaufen wird. Es ist darauf hinausgelaufen, dass mir am Ende des Buches klar geworden ist, was eigentlich meine Sehnsucht ist. Davon hatte ich vorher gar keine Ahnung. Und ich habe auch da erst gemerkt, wie sich die Sehnsucht eigentlich als Thema durch mein Leben immer hindurchgezogen hat. Und ich habe sie dann auch wiedergefunden in Songtexten, wo ich sie gar nicht vermutet hatte vorher. Mhm. Und diese Songtexte habe ich jetzt auch versucht, im Buch nochmal in den neuen Kontext zu setzen, auch in den historischen Kontext, also in die Zeit, in der sie entstanden sind. Und insofern ist es auch ein Buch über deutsch-deutsche Geschichte geworden, weil ich ja damals zur Zeit des Umbruchs in der DDR auch war und diese Zeit sehr direkt erlebt habe. Es war überwältigend, dabei sein zu können. Also es war schon, ja, war großartig, war halt ein historischer Moment damals. Und ja, also am Ende des Buches ist mir dann wirklich klar geworden, was eigentlich passiert ist in meinem Leben. Ich war früher, als ich Sehnsucht gesungen habe und geschrieben habe, ein junger Mann, der gesagt hat, in diese Welt will ich keine Kinder setzen. Mhm. Und was ist aus mir geworden? Wie hat sich meine Sehnsucht verändert? Sie hat sich dahingehend verändert, dass ich drei wunderbare Kinder habe und die haben mir drei wunderbare Enkel geschenkt und so wird das Leben weitergehen. Und meine Sehnsucht hat sich verändert und ich habe gesehen, dass das Allerwichtigste im Leben bei all den Tiefschlägen, die auch da waren, von denen ich auch im Buch schreibe. Das Allerwichtigste im Leben war halt für mich die Erkenntnis, dass die Familie etwas ist, was einen auffängt, was einen am Leben hält
Und dass es vor allen Dingen auch die Sehnsucht ist, die der Motor ist, der dich im Leben nach vorne bringt. Ne? Selbst wenn es eine Sehnsucht ist, die rückwärtsgewandt ist. Es gibt nun mal Dinge, die waren früher einfach sehr, sehr schön und nach denen sehen wir uns. So ist doch unsere Sehnsucht der Motor dafür, dass wir in Ansätzen diese Dinge wieder realisieren können und wieder herstellen können vielleicht, die uns heute fehlen in dieser Gesellschaft. Und insofern ist es ein Ding, was uns nach vorne zieht. Sehnsucht zieht uns in die Zukunft, auch wenn die Sehnsucht nach etwas besteht, das in der Vergangenheit war. Aber sie wird uns immer in die Zukunft ziehen, solange es keine Zeitmaschine gibt. Am Montag, 23.11. in der Volksbühne am Rudolfplatz, die erste große Lesung mit Purple Schulz und Konzert. Ich habe natürlich überlegt, was spiele ich nach dem Interview über Sehnsucht bleibt. Vielleicht, ich habe Feuer gemacht. Das ist eine gute Idee. Purple, danke. Ich danke auch. Tschüss.